Hallo Leute, hier ist wieder Lime and Beast. Herzlich willkommen zum nächsten Video. Angst vor Gefälle. Das umtreibt sicherlich den einen oder anderen. Und wir wollen in diesem Video mal drauf eingehen, was sind denn so die Ängste, wenn man Gefälle, also Berg runterfährt? Was geht denn da so durch den Kopf durch? Klar wird Beast viel aus ihrer ersten Motorradsaison jetzt erzählen. Aber ich habe auch schon viele andere Biker gesehen, die eben bergrunter sehr vorsichtig fahren. Und ich bin mir sicher, dass es viele umtreibt, verschiedene Ängste. Wie gehe ich mit der Situation um? Und das wollen wir euch in diesem Video zeigen. Auch mit Fahraufnahmen, auch erklären, was die Fehler waren. Und dann natürlich im Detail, was waren die Ängste auch vom Beast? Und wie hat sie es teilweise schon abgestellt? Und was hat sie dafür getan? In diesem Sinne, bleibt dran, jetzt gehen wir erstmal hoch an den PC und zeigen euch eine Fahrsituation und dann kommen wir wieder runter und erklären so, was hier so die Thematiken und auch die Ängste waren. Okay, viel Spaß! Blickführung und ein bisschen Gas, komm, Blickführung in Kurven, jawohl, sehr gut, komm. Huhu, wieder am Bike. Jetzt haben wir die eine Szene uns angeschaut. Im Anschluss gleich werde ich dann noch ein bisschen versuchen zu erklären, was so die Fehler waren. Aber zuallererst würde mich oder uns, denke ich mal euch bestimmt auch, jetzt natürlich vom Beast interessieren, warum war sie denn so verhalten? Warum sind diese Fehler passiert? Was ist denn hier im Kopf vorgegangen? Das ist total spannend. Und deswegen würde ich jetzt übergeben an Beast und sie erzählt euch das jetzt mal. Ja, jetzt bin ich mal eine Weile ruhig. Gut, Beast. Ja, spannend, klar. Nee, ich fand es weniger spannend, weil, klar, es ist ein Gefälle. Das Motorrad wird dadurch ja schneller. Und dann der richtige Gang zu finden, weil jeder erzählt immer, ah, Motorradbremse, das bremst automatisch, Motorbremse. Ja, ich spüre die Motorbremse halt nur im ersten oder im zweiten Gang. Zumindest auch in dieser Situation. Ich fühle mich im Gefälle immer zu schnell. Und dann kommt natürlich diese Kurve, die wo sich auch noch im Gefälle befindet. Automatische Reaktion, Gott, du bist zu schnell, schalt am besten in den ersten Gang, weil dann kannst du auch diese Kurve im Gefälle langsam fahren und dein Motorrad wird nicht schneller. Weil ich denke mir dann schon, wenn ich zu schnell bin, ja, definiere zu schnell. Also 40 ist dann in dem Moment für mich schon zu schnell, dass ich diese Kurve nicht bekomme und komme dann raus und fahre in die Wiese. Das ist schon eine ganz, ganz große Angst, dass ich nicht sauber in diese Kurve komme. Und in Schräglage, so wie das viele machen, konnte ich mich auch nicht begeben, weil ich habe noch viel zu viel Angst gehabt, wie weit komme ich denn auch mit meinem Motorrad rum, um das sauber zu bekommen. Also da gehen ganz viele Dinge im Kopf vor und das sind Bruchteil von Sekunden. Also es ist ganz schwer, dieses Gefühl zu vermitteln, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Okay, gut. Wie gesagt, ich hatte es ja eingangs schon mal gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es doch viele Biker, vor allem auch Anfänger so geht, wenn sie Gefälle runterfahren, also bergab fahren, dass denn doch eher so das verhaltenere Fahren dann angesagt ist. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ganz kurz hoch, jetzt zeigen wir die gleiche Kurve nochmal und wir schauen mal, was denn so auch die Fehler in dieser Kurve waren durch die Unsicherheiten und sehen uns gleich wieder. Also seid gespannt, bis gleich. So, jetzt sehen wir das mal in Zeitlupe. Viel zu stark abgebremst, da hat man gesehen, dass das Hinterrad schon geschlängelt hat. Jetzt geht der Blick in die Kurve und wieder zurück auf die Geraden, ja. Und jetzt lenkt sie eigentlich viel zu früh auch in den Scheitelpunkt ein und wieder geht der Blick in die Kurve und wieder raus aus der Kurve. Und so sieht man auch die Korrekturen am Bike immer wieder nach links und dann wieder aufgestellt, ja. Also das sind so mal die ganz groben Fehler, die sie hier gemacht hat. Nochmal, ich darf nicht mal gut sagen, das hat der Beast verboten. Nee, Quatsch. Also, jetzt haben wir ja oben, habe ich euch so ein bisschen die Fehler erklärt und ich denke, erfahrene Biker haben die genauso gesehen. Und jetzt würde mich aber vom Beast eins brennend interessieren. Wir haben ja auch gesehen, dass die Blickführung, ich hoffe, man konnte es dann auch gut erkennen, dass der Blick
am Anfang schön in die Kurve reingeht und auf einmal geht er immer wieder zurück an den Rand der Kurve und dann geht er wieder rüber und dann geht er wieder zurück, dann geht er wieder rüber. Und jetzt würde mich interessieren, warum wird denn immer wieder der Blick aus der Kurve rausgenommen in Richtung Abgrund, sage ich jetzt mal. Ja? Bies, erklär mal, warum du ständig den Kopf wieder ein Stück rausdrehst. Ich empfinde es gar nicht so stark, wie du das da erwähnst, aber klar, ich muss ja einmal noch gucken, wie weit befinde ich mich denn von der rechten Seite entfernt. Das ist für mich Sicherheitsthema. Ich könnte ja zu weit rechts kommen und das muss ich ständig kontrollieren, ob ich denn auch noch gut in meiner Fahrbahn bin. Okay, genau dasselbe dachte ich mir auch, dass das der Grund ist, warum der Kopf aus der Kurve raus, ja, wieder zurückgedreht wird. Natürlich ganz schlecht, Leute, und das versuche ich auch immer wieder Bies zu erklären. Ja, man fährt die Kurve an, dann geht der Kopf in die Kurve rein und bestenfalls schon in Kurvenausgang. Natürlich sehe ich nicht immer jede Kurve bis zum Kurvenausgang, aber so weit wie möglich reindrehen. Und dann bleibt der Blick dort auch, ja, der geht nicht mehr zurück an den rechten Rand in der Linkskurve, sondern der bleibt links schön in der Kurve drin, bleibt drin und erst wenn ich den Kurvenausgang habe und schon am Rausbeschleunigen bin, dann geht mein Kopf wieder gerade. Ansonsten bleibt der Blick immer zwingend in der Kurve drin. Das ist genau das Problem, warum man dann auch in der Kurve immer wieder korrigiert. Ja, ich schaue nach links rein, ich habe schön meinen Flow und dann geht der Blick raus an den Rand und automatisch wird das Bike wieder ein bisschen aufgestellt. Dann geht er wieder rüber, dann lege ich es wieder hin. Dann geht er wieder rüber und dann geht er wieder Richtung Rand. Ja? Genau aus dem Grund wird auch oft so oft korrigiert in der Kurve, was absolut unnötig ist. Der Blick geht in die Kurve so weit wie möglich rein, am besten bis zum Kurvenausgang. Und dort bleibt er, bis man aus der Kurve draußen ist, ja, und geht nicht vorher wieder zurück. Gut, aber danke. Ja, Theorie und Praxis sind immer so zwei Paar Stiefel. Ja? Man kann immer viel in der Theorie erzählen. In der Praxis ist es dann oft schwer auch umzusetzen. Ja? Deswegen versuchen wir euch ja auch mit diesen Videos, Tipps und Tricks vielleicht so das eine oder andere mitzugeben, um auch ein Stück weit Sicherheit zu bekommen. Ein Fahrsicherheitstraining hier natürlich immer super. Allerdings wird man im Fahrsicherheitstraining kein Gefälle fahren. Oder sehr selten, ja, dass es solche Trainings gibt. Deswegen unsere Videos. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch mal ganz kurz hoch und jetzt schauen wir uns eine Kurve an und auch hier noch mal, was dort die Ängste sind, die unübersichtlich ist. Das heißt, ich fahre auf eine Kurve zu und sehe den Kurvenausgang nicht. Und das ist natürlich noch mal eine ganz andere Situation. Seht die Kurve, wir sehen uns gleich wieder. Okidoki. Jetzt haben wir eine Kurve gesehen, die nicht einsehbar ist. Und jetzt an Bies die Frage, was sind jetzt hier noch die die zusätzlichen Ängste in so einer Kurve? Bies. Zusätzlichen Ängste, ja, das ist gut gesagt. Ich sag mal, die Situation ist ja so, die meisten Gefälle, ja, sind ja auf Nebenstraßen, wo ein Biker ja liebt, bewaldet. Meistens auch ohne Leitplanke. Es geht halt da noch steil bergab neben mir und da ist halt dann ganz klar, ich habe dann Angst zu bremsen, erstens mal in der Kurve, weil auch das Gefühl für diese, das gefühlvolle Bremsen noch nicht da ist und dass mir entweder dann das Rad wegrutscht oder dass ich allgemein rutscht durch das Bremsen und halt diesen Abhang hinunterfliege. Und das geht ja alles in Bruchteile von Sekunden so in deinem Kopf vor. Oh Gott, was hast du für eine Geschwindigkeit? Hier geht es der Abhang runter. Meistens sind es ja auch kleinere Straßen. Da ist nicht mal eine Mittelstreife vorhanden. Das heißt, die Orientierung fehlt dir dann auch. Dann sehe ich die Kurve. Ich weiß noch gar nicht, ich kann diese Kurve ganz schlecht einschätzen. Ich sehe nur diesen Kurveneingang. Weiß aber nicht, ist er nur leicht oder macht sie stark zu? Kommt Gegenverkehr? Egal, ob das jetzt Auto oder Motorrad ist. Ja, das sind alles so Ängste, wo in dem Moment dann zusätzlich wirken und man lernt ja oder man hört ja immer wieder nicht in der Kurve bremsen. Und das hat sich dann auch so mit verinnerlicht, bremst ja nicht in der Kurve, weil da könnte ja was passieren. Also fahre ich das Ganze schon ganz langsam an, um sicher irgendwie in die Kurve
oder durch die Kurve zu kommen. Also ich fahre die Kurve eigentlich nicht, ich habe sie mehr gelenkt und das in einer minimalen Geschwindigkeit, weil zweite Gang war für mich so... Schon zu schnell. Ja, schon zu schnell und je nachdem, wie stark die Kurve dann auch noch zumacht, es best dann gleich noch in den ersten Gang schalte. Das war so, ja, schon ganz groß die Devise. Da ganz viele Abfolgen laufen da ja im Kopf dann ab und du musst irgendwie reagieren. Und dann kommt halt auch noch dazu, selbst wenn ich mich zu schnell fühle, dass ich eine falsche Reaktion habe und dadurch mich total falsch mit meinem Motorrad verhalte. Und dann natürlich die Konsequenzenabfolge daraus resultiert. Okay, ja. Ja, ja. Das waren jetzt so die Erfahrungen überwiegend vom ersten Motorradjahr von Bies. Ja, ich habe ja alles immer oft von hinten live mitverfolgt und habe immer wieder auch Tipps gegeben. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal ein paar Szenen an, wie es jetzt läuft. Also nach einem Jahr Erfahrung auf dem Bike und ich kann schon mal vorweg sagen, es sieht viel, viel besser aus. Und was jetzt besser funktioniert, das sehen wir nach dem kurzen Ausschnitt, wird Bies noch ganz kurz erklären, was macht sie denn jetzt anders, was hat sich verändert zu den ersten Monaten nach dem Führerschein und zu jetzt, ein Jahr später, sehr interessant. Und seid gespannt, ihr werdet überrascht sein oder die meisten Biker wissen es, aber bei den meisten läuft es so unbewusst ab, was sich geändert hat. Und Beast kann das ganz gut erklären, was bei ihr ja, auf einmal im Kopf sich geändert hat und auch vom Feeling her geändert hat. Jetzt schauen wir uns kurz ein paar Kurven an, wie es jetzt aussieht und dann sehen wir uns gleich wieder. Zurück. Beast sitzt schon auf dem Bike. Jetzt, ich denke, man konnte es gut erkennen. Es sieht schon viel besser aus. Natürlich auch hier gibt es noch Potenzial. Keine Frage, wie bei mir selbst auch, wie bei jedem Biker gibt es immer noch Potenzial. Aber jetzt wird Beast uns erklären, warum es jetzt wesentlich besser sich anfühlt und besser aussieht. Beast. Ich versuche es zu erklären. Natürlich gibt es da noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben. Ich muss da noch ganz viel lernen. Aber mein Gefühl für das Motorrad hat sich ums Wesentliche verbessert. Wie beschreibe ich das Gefühl fürs Motorrad? Ganz, ganz schwer zu vermitteln. Und zwar, ja, mit jedem Fahren lernst du dein Bike besser kennen und auch besser zu spüren. Am Anfang war es eher so, ich habe mit dem Motorrad mehr gekämpft. Ich habe viel mit dem Lenker gearbeitet. Ich habe am Anfang als Muskelkater in den Armen gehabt, durch das viele Arbeiten an dem Motorrad. Mittlerweile ist so, dass es, ich sage mal, zu 70%, ja, weil ja doch noch viel Potenzial nach oben ist, das ganz locker geht. Ich habe ganz andere Verbindung zu dem Motorrad bekommen. Mehr so dieses Verschmelzen, zu wissen, wie reagiert sie denn? Was hat es für Auswirkungen, wenn ich bestimmte Lenksituationen mache oder auch mit der Schräglage? Natürlich bin ich noch weit vom Knieschleife entfernt. Oh je, mein lieber Mann. Aber trotzdem, ich traue mich hier schon, eine gewisse Schräglage einzunehmen. Und das macht natürlich das Kurvenfahren viel, viel einfacher. Und auf einmal ist es auch so, dass das Gefälle für mich gar nicht mehr so stark vorkommt, wie es am Anfang war. Am Anfang waren die 6%, oh Gott, ich habe mich fast gefühlt wie 50%. Und jetzt sind die 6%, 6%. Also ich kann es schon mal viel zügiger anfahren, durch das, dass ich ja, das Gefühl zu dem Motorrad viel, viel besser habe. Ich denke, das kann man auch nur verstehen, wenn man diese gewissen Steps einfach erlebt. Ich habe mich von Anfang an gut auf meiner Maschine gefühlt, richtig gut sogar. Aber spüren ist doch ein Riesenunterschied. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also
wenn man am Anfang, also nach dem Führerschein, auf seinem Motorrad sitzt, ja, natürlich sagt jeder, ja, ich spüre doch mein Motorrad. Natürlich spürst du das Motorrad, das ist schon klar. Aber spüren und spüren, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja? Also wichtig ist ja, dass man eins mit dem Bike wird und dann bekommt man auch von dem Motorrad Rückkopplung. Ja? Oh, jetzt könnte es kritisch werden oder jetzt fange ich bald an zu rutschen und so weiter. Natürlich, vorausgesetzt, man kommt nicht auf Sand, Öl, whatever, klar. Aber ihr wisst, was ich meine. Also das Motorrad spiegelt sehr viel zurück und das lernt man erst mit der Zeit wirklich kennen und kann dann auch ganz anders da mit dem Bike umgehen. Das geht mir so, das geht wohl jedem Biker so. Der eine kriegt schneller hin, der andere braucht einfach ein bisschen länger. Ja, macht aber nichts. Wichtig ist, dass man immer sicher nach Hause kommt. Ja, auch wenn es manchmal wackelig aussieht. Ich habe da schon manchmal gedacht, aber letztendlich sind wir immer sicher. Sie hat sie noch nicht einmal auf den Boden gelegt, auch im Stand nicht. Also wirklich top. Und dieses Kennenlernen, dieses Verschmelzen, das ist so der Hauptknackpunkt. Und natürlich bei Bies ganz klar durch auch ein Stück weit meine Anleitung. Ja. Außen die Kurve anfahren, Schräglage einlegen, Blickführung bleibt in der Kurve, geht nicht mehr aus der Kurve raus. Schräglage höher machen, Bike nochmal drücken in der Kurve. Ja? Wenn ich entsprechend die Kurve dann auch ein bisschen zügiger nehmen will. Und das sind alles so Dinge, die sie in dem Jahr schon wirklich super dazugelernt hat. Und wir sprechen immerhin von einem Jahr Motorradfahren und nicht von 20, 30 oder 10, sondern wirklich nur von einem. Und da geht es halt bei manchen die Schritte ein bisschen langsamer. Aber das macht nichts. Und ich bin mega stolz auf meinen Schatz, ja, wie sie das meistert und dass man sich auch traut auf das Bike und immer wieder probiert und immer wieder besser wird. Ja. Gut, jetzt wären wir soweit durch mit unserem Video. Nochmal, kein Meister vom Himmel gefallen, viel Übung bedarf es manchmal und fahren, 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 fahren. Wenn es in der Garage steht, lernt man nichts dazu. Deswegen fahren, vorsichtig und langsam sich rantrauen und vielleicht unsere Videos schauen. Oh Gott, da haben wir schon die ein oder anderen Tipps drin. In diesem Sinne, wem unser Kanal gefällt, gerne ein Abo hinterlassen, Comment oder Like. Da freuen wir uns immer riesig drüber. Ja? Wir hoffen, ihr hattet Spaß, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und vielleicht fühlt sich einer genau in dem Beitrag aufgehoben, wo er sagt, Mensch, ja, ich habe eigentlich ähnliche Themen. Ja? Geht das Thema an, versucht euer Bike richtig zu beherrschen, richtig in die Schräglage zu kommen, richtig die Kurve anfahren. Machen wir dieses Jahr auch noch ein super Video, wie fahre ich die Kurve perfekt an. Und denkt immer dran, immer oben bleiben und wir wünschen euch eine gute Zeit. Jetzt denkt immer dran, immer oben bleiben und bye bye.